て、今日から3日間またバイトだね。やり方はちゃんと覚えてるかな？ Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer kleinen Runde Amnesia Memories. Die letzten Tage waren ja eigentlich sehr lustig. Man hat Ken so ein bisschen besser kennengelernt. Ich finde, man merkt deutlich, wie unbeholfen er einfach ist. Und das finde ich sehr niedlich an ihm. Ich habe ja nur schon ein paar Mal erwähnt, habe, dass ich ihn einfach unfassbar niedlich finde. Ich musste mal eben testen, ob er aufnimmt, aber er nimmt auf. Alles ist gut, alles ist super. Ich höre mich sehr gut. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ich bin mir mit diesem Programm und diesem Headset nie so ganz sicher. Deswegen, ja, gucke ich lieber. Genau, wir haben Kent ein wenig besser kennengelernt. Und jetzt heißt es wieder arbeiten für uns. Das heißt, wir werden unsere nette Mine wahrscheinlich wiedersehen. Also gut, du hast 3 Tage Arbeit, die heute beginnen. Erinnerst du dich, was du tun musst? Natürlich, oh, und so vergesslich bin ich auch wieder nicht. Na, darum koko made yaranai daro tte kurai michiri benkyou shimakutta kara, kantan ni wa wasurenai daro kedo ne. Nun, du hast deutlich mehr studiert, als jeder danach gefragt hat. Also bin ich sicher, du wirst den Job nicht wieder so schnell vergessen. Definitiv nicht. Jedenfalls, wenn überhaupt, ist das Problem, das mit anderen Leuten zu interagieren, wie mit unserer schon wieder sehr begeistert reinschauende Mine. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Guten Morgen. Mine. Mine. Er hat so eine schön tiefe Stimme. Mine. Das klingt einfach gut. Ohayou gozaimasu, Dento. Guten Morgen, Manager. Sakuya no mail no ken dara, yahari asu wa isogashii. Wegen der Nachricht letzte Nacht. Ich bin sehr beschäftigt morgen. Ashita? Morgen? Jugyouin no ian evento toyu an sono mono wa ii, betsu no kikai ni okonau. Ich habe nichts dagegen, einen Angestelltenausflug zu machen, aber wir sollten das für einen anderen Zeitpunkt aufsparen. So desu, wakarimashita. Ich verstehe. Okay. Bonwake de dou da? Wie wäre es in ein paar Wochen? Hai, tanoshimi ni shite masu. Okay, das klingt gut. Dewa. Sehr gut. Ian Event nante kikaku, Mine ga teian shita da. Also hat Mine ein Angestellten-Treffen vorgeschlagen. Sie sieht nicht aus wie jemand, der solche Dinge plant. Vielleicht möchte sie einfach nur irgendwo Spaß haben. Mine ist doch gar nicht so böse eigentlich. Hast du vor, morgen mit deinem Freund auszugehen? Du weißt schon, zu der Feuerwerksshow. Du gehst mit ihm hin, richtig? Feuerwerksshow? Morgen? Es gibt keinen Grund, es zu verheimlichen. Ich habe von Sava gehört, dass du Pläne hast. Und was ist mit mir? Aus meiner Frustration heraus habe ich vorgeschlagen, mit allen Angestellten zu gehen. Aber der Manager hat mich gerade abgewiesen. Du gehst einfach und wirst Spaß haben. Auf Wiedersehen. Ich fange irgendwie an, mich so zu fühlen, als hätten wir irgendwas falsch gemacht. Ja, Mine ist doch erstaunlich gut darin, einem schlechtes Gewissen einzureden. Dabei hat man doch überhaupt nichts falsch gemacht. Warte, es ist nicht die Zeit, um mit Mine zu sympathisieren. Wir müssen zuerst an dich denken. Wir müssen deine Pläne für die Feuerwerksshow morgen herausfinden. Mal sehen, morgen ist der 12. August. Ah, du hast eine Nachricht in deinem Notizbuch. Treffen um 19 Uhr an der Miyoga Station. Das muss es sein. Kann man fast von ausgehen, ne? Kento, sonna koto zenzen itte nakatta kedo. Kent hat nie irgendwas davon erwähnt. Na, jikiteki ni mo chodo hanabi taikai ari sou da shi, tabun machigai nai ne. Dies scheint die richtige Zeit im Jahr zu sein, um Feuerwerksshows zu haben, also sollte da kein Fehler bei sein. Shigoto no ato de Kento ni sore to naku kakunin shite miyou ka.
Du solltest das mit Ken nach der Arbeit klären. Fürs Erste, lass uns einfach auf die Arbeit gehen. Auf der Arbeit aufpassen. Das muss gehen. Ja, das wird klappen. Alles wird super, Orion. Hab einen angenehmen Tag. Wir erwarten deine Rückkehr. Orion macht das richtig Spaß. Der blüht da richtig bei auf. Du bist durch die Arbeit gekommen, ohne irgendwelche Probleme heute. Die Tage frei scheinen keinen Effekt auf dich zu haben. Also, er hatte ja immer Angst, dass wir wieder irgendwas vergessen. Oh mein. Savannah? Der Manager, haben wir irgendeine Art von Fehler gemacht? Du wirst an Tisch 9 verlangt. Es ist nur jemand, der nach dir ruft. Das ist eine Erleichterung. Aber warum guckst du denn jetzt so böse? War das nur mir so oder schien es gerade, als hätte er dir den Hinweis vermassle es nicht geben wollen? Wie auch immer, gehen wir an Tisch 9. Danke, dass Sie mich gerufen haben. Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? Hi! Was machst denn du hier? Mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Warte, es ist Kent. Du arbeitest mit mehr Lebendigkeit, als ich es mir vorgestellt habe. Du schienst in letzter Zeit oft herumzuträumen, also dachte ich, die Serviceindustrie würde nicht zu dir passen. Nun, es ist wahr, dass du sehr ungeschickt warst am Anfang. Aber du bist jetzt sehr viel besser geworden. Dein Kundenservice ist Spitzenklasse. Definitiv. Und das alles nur, weil Orion mir das immer ins Ohr flüstert, was ich zu sagen habe. Ich habe dich eine Zeit lang beobachtet. Ich bin erleichtert, dass du so gut klarzukommen scheinst. Ich denke, deine alten Gefühle kommen zurück von all der Stimulation durch Kents Mätzchen, die du durchmachen musst. Diese Uniform, also, sieht gut aus an dir. Es sieht deutlich besser aus, als ich es mir vorgestellt habe. Um ehrlich zu sein, ich war überrascht. Nun, ehrlich gesagt, Ikkyu sagte zu mir, dass ich das sagen soll. Er sagte, ich solle sicher gehen, deine Uniform zu kommentieren. Ich wurde einfach gezwungen, meine Gedanken zu teilen. Das war nicht wirklich meine Intention. Trotzdem, ich habe nicht gelogen. Also, denkt Kent wirklich, dass das gut aussieht an dir? Ich denke, ich würde dir in die Quere kommen. Ich sollte lieber dort rüber gehen für eine Weile. Besser ist vielleicht. Wegen gestern, es tut mir leid. Ikkyu hat nur Spaß mit mir gemacht und ich habe meine Haltung verloren. Ich fand das ja eigentlich sehr niedlich in ihm. Ich war gemein zu dir. Ich entschuldige mich dafür. Dies ist eine Entschädigung dafür. Sehr süß. Ich habe dies gekauft, nachdem wir die gleiche Meinung erworben haben. Also nachdem wir einer Meinung waren. Die Leute sagen, dass Frauen Jahrestage als sehr wichtig sehen und dass sie plötzliche Geschenke mögen. Darum... Ähm,
In Anlehnung an eine Entschuldigung habe ich mich entschieden, dir ein Geschenk zu geben, um den halben Monat zu feiern, den wir jetzt miteinander ausgehen. Ich hoffe nur, das ist anständig genug, um dich zu überraschen. Ich bin total überrascht. Hallo? Das ist... Das ist ein Kuchen mit einem Kaninchen drauf und das ist ein Erdbeerkuchen und da ist ein Häschen drauf und ich finde das so putzig. So, das war gut. Ah, wie kann man nur so welpenhaftig sein? Ich verstehe, das ist gut. Ich war mir nicht sicher, ob dies dich wirklich überraschen würde oder nicht. Hallo, von dem Geschenk zu kriegen ist die reinste Überraschung in Reinkultur. Ich bin sehr unsozial, darum mache ich mir oft Sorgen, dass ich dich nicht so date, wie du hoffst, dass ich es tun würde. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Kerl macht sich um die Dates die meisten Sorgen, mehr als alle anderen zusammen. Einfach, weil er nicht weiß, ob er es richtig macht. Und er macht sich so im Kopf und das finde ich so putzig. Aber ich will es versuchen und deine Erwartungen treffen. Ich spare nicht an Anstrengungen, um das zu tun. Ich will Ikkyus Hilfen so oft zuhören, wie ich kann. Mit anderen Worten, ich will dich einfach nur glücklich machen. Das ist so süß. Oh Gott. Ich kriege hier gerade voll den Zuckerfleisch und zwar nicht wegen dem Kuchen. Obwohl ich jetzt auch voll Bock auf so ein Stück Kuchen hätte. Ich bin von dem Kuchen gerade voll gelernt. Das ist alles, warum ich herkam. Es tut mir leid, dass ich dich während der Arbeit hergerufen habe. Er mag ein wenig groß sein, aber du kannst es mit allen anderen teilen. Die Sonne wird auch bald untergehen. Ich werde dich nach Hause bringen. Ich werde warten. Lass mich einfach wissen, wenn du fertig bist. Orion schaltet sich wieder dazu. Knips. Das war eine große Überraschung. Definitiv. Der Manager, wann ist der hinter dir aufgetaucht? Ein Geschenk von einem Kunden? Nein, er war kein Kunde, er war ihr Freund. Warte, hat er gerade ein wenig gelächelt oder habe ich mir das eingebildet? Ist das ein Kuchen? Da ist ein Kühlschrank im Büro. Sie haben einen Kühlschrank. Es wäre eine gute Idee, ihn dort reinzustellen. Lass uns das tun. Entschuldige uns. Senpai. Savannah. Was ist los? Mine, es tut mir leid. Ich bin so euphorisch. Was ist das? Du hattest doch schon deine Pause. Und was ist mit der Box? Verdammt, das wäre besser, wenn Mine das nicht gesehen hätte. Orion will Mine doch noch ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn sie uns ja immer ein klein wenig mobbt. Ist das ein Kuchen? Hast du ihn von einem Kunden bekommen? Boah, dieser Kuchen, ey, ich hab jetzt voll Bock auf Kuchen. Nein, öffne es nicht. Jetzt ist... Orions Gesicht sagt alles. Parfumans Anniversary. Hanzuki-Kinenbi desu ka? Halbmonatiger Jahrestag. Da musste ich mir tatsächlich eine deutsche Übersetzung für überlegen, weil wir Deutschen feiern einfach ein halbmonatiges nicht. Darum gibt es dafür überhaupt keine Übersetzung. Also feiert ihr euren halben Monat? Bedeutet das nicht, ihr geht erst seit einem halben Monat aus? Das scheint richtig zu sein. Oh,
Aha, also sogar ein sturer Mann wie er gibt Jahrestaggeschenke. Und das nach nur einem halben Monat. Das ist ein seltsamer Zeitraum. Aber wisst ihr, was mir gerade ein bisschen komisch vorkommt? Das fällt mir jetzt erst auf, aber eigentlich müsste man in dem Moment schon drüber stolpern. Kent sieht uns das erste Mal in unserer Uniform. Das heißt, er war vorher nur da, wenn er überhaupt mal da war, wenn wir nicht die Uniform getragen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass... Also wir scheinen Kent ja im Studium kennengelernt zu haben. Also wenn das Unterricht... Das heißt, wir haben ihn nicht in der Café kennengelernt. Woher kennt Mine ihn? Die sagen ja unter uns. Kennt ihn auch aus der Schule? Das ist natürlich möglich. Aber da, das fällt mir jetzt erst auf. Woher kennt die den? Das muss toll sein. Du wirst wirklich geliebt. Oh, ich wusste, sie würde das sagen. Das ist der Grund, warum ich nicht wollte, dass sie es sieht. Nun, ich hoffe, ihr zwei seid glücklich. Aber ich denke nicht, dass es von guter Menschenkenntnis zeugt, am Arbeitsplatz zu flirten. Ja, aber er ist derjenige, der zu Besuch kam. Du konntest doch nichts tun. Lass uns den Kuchen in den Kühlschrank stellen und zurück zur Arbeit gehen. Wir werden ihn später mitnehmen. Aber gestern und heute waren beide sehr unerwartet. Es scheint, als hätte sich Kent nach dem Streit komplett verändert. Es scheint, als wäre er eine andere Person im Vergleich zu dem Mann, den wir vor 10 Tagen getroffen haben. Was aber ja da auch daran liegen kann, dass wir jetzt vermutlich auch ganz anders mit ihm umgehen. Ich meine, er merkt ja auch öfter mal an, dass er das Gefühl hat, wir haben uns total verändert. Vielleicht ist das einfach eine Reaktion von ihm darauf. Also, während du gearbeitet hast, habe ich über diesen halbmonatlichen Tag nachgedacht. Ich wusste es. Es scheint, als wäre die älteste Nachricht in diesem Handy vom 29. Juli. Wenn heute der Tag ist, in dem ein halber Monat rum ist, seit ihr angefangen habt auszugehen, bedeutet das, ihr habt am 28. Juli angefangen. Und das würde auch bedeuten, dass du dein Handy gewechselt hast, den Tag, nachdem ihr angefangen habt, miteinander auszugehen. Ich bin verschiedene Gründe durchgegangen, aber urteilend von dem, was ich beobachtet habe... Vielleicht hast du dich entschieden, den gleichen Handyanbieter zu nehmen, um die Handyrechnung zu reduzieren. Trotzdem, es sieht so aus, als hättet ihr euch nie wirklich angerufen oder geschrieben. Was muss einen Grund geben, warum du den Ärger auf dich genommen hast, dein Handy zu wechseln? Kaputt gegangen vielleicht? Das bedeutet, dass du Kent wirklich magst und dass du mit ihm viel schreiben und telefonieren wolltest. Da denkst du, ich sollte das einfach nochmal überdenken. Weißt du, ist es möglich, dass ihr beide wirklich gegenseitig Gefühle füreinander habt?